Südkorea-Interview mit Tatjana Lasarczyk, die Vorsitzende der Tischtennisfreunde Stühlingen. Tatjana, das war ja jetzt schon ein Durchmarsch über 3 Jahre hoch in die Regionalliga. Wann ist denn ein Ende vom Höhenflug zu erwarten? Geht es noch in die Bundesliga rauf? Nein, also ich glaube, wir sind alle selber überrascht von diesem Höhenflug jetzt. Ich denke, das ist jetzt Ende, weil Monika und Laura kamen ja zu uns vor 2 Jahren und sie kamen eigentlich nur deswegen zu uns, weil sie nicht mehr so hochklassig spielen wollten. Sie waren in Weil in der zweiten Bundesliga und wollten jetzt nicht mehr so weit fahren. Und ich denke, für die beide ist jetzt auch Regionalliga, ist jetzt gut, aber ich glaube, mehr wollten die auch gar nicht. Das war ja der Grund, warum sie zu uns kamen. Also das haben sie jetzt davon. Und große Wechsel habt ihr nicht gehabt, denn Wechsel intern Offenburg, eine kommt, eine geht, gell? Genau. Sonst war keine großen Wechsel. Habt ihr kein Geld? Ist euch das Geld ausgegangen oder wird nichts bezahlt beim Titel? Das ist sehr nett, dass du die Frage stellst. Also es wird bei uns nichts bezahlt für die Spielerinnen. Tischtennis ist eine Randsportart. Wir hätten gar nicht das Geld. Wir leisten uns einen Profitrainer. Das ist der einzige Luxus, den wir uns leisten. Wir freuen uns, wenn spielstarke Spieler und Spielerinnen zu uns kommen, aber sie bekommen einfach kein Geld bei uns. Das ist einfach eine feste Regel. Der Wechsel kam zustande, weil die Luisa Leser nach Offenburg wechseln wollte. Sie wohnt ja bei Freiburg, das war für sie viel näher. Ja. Wir waren ein bisschen überrascht, aber es war dann auch okay, weil die Jasmin Wolf dann ganz schnell bei uns angefragt hatte. Die wollte dann wechseln und wir denken, dass wir uns mit der Jasmin verstärkt haben, weil sie ja schon in der Regionalliga, wie gesagt, in Offenburg gespielt hat. Dass er eher etwas stärker sei als letztes Jahr. Genau, ja. Ziel ist ja der Ligaverbleib, also das wirklich... und Ziel ist vielleicht da, dass viele Zuschauer mal in die Stadthalle kommen. Ja. Da habt ihr ja hier eure Spiele in der Stadthalle. Genau, in der Stadthalle Stühlingen. Und an dieser Stelle darf ich alle Tischtennis-Fans einladen, die Lust haben, die Heimspiele von uns zu besuchen. Wir machen eine super Stimmung hier in der Halle und wir freuen uns über jeden Tischtennis-Fan, der gern mal zuschauen möchte. Ziel ist 1000 Zuschauer pro Heimspiel. Das wäre sehr ambitioniert, glaube ich, im Tischtennissport. Problem ist ja eher die Auswärtsspiele, das sind natürlich schon weite Fahrten. Ja. Habt ihr da einen Fahrer, glaube ich? Bleibt in der Familie, gell? Ja, genau. Also mein Mann, der fährt die Dame ganz gern. Es macht ihm sehr viel Spaß. Die Tochter spielt ja auch immer meistens noch mit und dann gefällt ihm das wirklich. Das macht er gerne, da mitzufahren. Wir haben jetzt auch Unterstützung vom Autohaus Amann hier in Stühlingen. Wir bekommen da ab und an einen VW-Bus, einfach weil es dann bequemer ist. Es sind ja insgesamt 1100 Kilometer, die Mails zurücklegen. Und da ist so ein Busle schon nett. Kann auch mal ein Fan oder mal Eltern mitfahren, wenn wir doch noch junge Mädels dabei haben. Und dann passt das ganz gut. Gut, dann hoffen wir, dass es klappt mit dem Abenteuer Regionalliga, dass er euch da gut schlägt. Und vielen Dank, Tatjana, für das Interview. Dankeschön. Dankeschön.